Vielen Dank für Ihren Einkauf. Es waren keine 30 Dollar. Keine 30 Dollar. Ja, und damit herzlich willkommen zu Supermarket Together. Einem Kurzprojekt, was wir jetzt angehen werden. Und mit wir meine ich mich und natürlich den guten Sascha, der auch mit dabei ist. Sascha, stell dich vor. Wie immer. Hallo, ich bin der aus Factorio. Ja, und es ist ein super Simulator-Game, wo man zusammen einen Supermarkt aufbaut. Und weil ja alle im Moment so in diesem Card-Shop-Simulator-Fieber sind, dachte ich mir, es wird doch bestimmt auch ein ganz gutes Video abgeben. Und es war ja auch meine Idee, dieses Spiel herauszusuchen. Ganz allein meine, ja. Der Sascha hat nichts dazu beigetragen. Nein, wir haben das Spiel einfach gefunden und dachten, das ist ganz lustig. Und ja, neuer Shop. Wir nennen den, wie immer, glaube ich, Dixis Dönerhof. Hof. Und oh, es passt perfekt. Ich wollte eigentlich in den Namen auch noch, und Sascha ist auch dabei, hineinschreiben. Ja. Aber es ist wirklich die perfekte Zeile, also Buchstabenlänge ist Dixis Dönerhof. Es ist wie dafür gemacht. Ich kann keinen weiteren Buchstaben hinzufügen. Schwierigkeit, alles. Was auch immer. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung von dem. Ich kann Schwierigkeit von 0 bis 10 einstellen. Sie können den Schwierigkeitsgrad bei Bedarf künstlich erhöhen. Was auch immer das bedeutet. Wir fangen mal bei 0 an, weil wir wissen überhaupt nicht, worauf wir uns einlassen. Von daher schauen wir einfach mal, was das Ganze gibt. Willkommen bei Supermarket Together. Wir haben 5000 Gold. Dollar. Gold. Kaufen Sie 2 Produktregale, eine Kasse und ein Lagerregal. Das vorwärts genau das gleiche heißt wie rückwärts. Beachten Sie, dass das Lagerregal nur in dem leeren Nebenraum platziert werden kann, der mit dem Managerraum verbunden ist. Warum bin ich überhaupt außerhalb von dem Game? Kann ich auch. Erstmal einen Hotdog kaufen? Und erstmal einen Hotdog kaufen, genau. Junge, guck dir mal die Soßen an. Werden Prezzo verkauft. Ketchup, Senf, war das Öl, Uran und Mayo. Ja, Mister, ich muss ja auch irgendwie meinen Unterhalt verdienen. Was möchten Sie? Möchten Sie Tomaten? Möchten Sie Salat da drauf oder Zwiebeln? Warum siehst du so komisch echt aus? Oh Gott. Vielleicht, weil ich echt bin? Warte, ich hab dich angeklickt und dann stand da, ich brauch dafür einen Besen. Doch! Jesus! Oh, shit. Oh, shit. Wie haut man? Ja, einfach. Hilfe! Ich kann nicht links klicken. Shit, was ist das? Okay. Wo sind unsere potenziellen Kunden? Let's go. Steck den Besen. Steck das Besen in deinen Arsch. Ach du Scheiße. Schlag mich härter, Baby? What? Ja. Steck das Besen in deinen Arsch, ey. Steck das. Ist auch gut. So, hä? Ich wollte die platzieren und der dreht die. Ja, mit der Maustaste drehst du die Sachen. Mit E platzierst du. Wer hat sich das denn ausgedacht? Das ist Missbrauch. Sieht ja gut aus, oder? Gut gemacht. Sehr gut. Was ist denn schon? Wie gehe ich hier raus? Kassenbereich. Ich glaube, Sascha, wir haben... Das hilft auch nicht. Wir müssen in die Kasse reinspringen und rauskommen wir dann auch nicht mehr. So, das ist gut. So besser? Ja, warte, ich mach's auch sehr schön hier. Einmal. Was ist das denn? Ist das eine Tür oder eine Wand? Das sind unsere Produktregale. Ja, aber du stellst sie in den Eingang. Weiß nicht, was du meinst. Die können einfach jetzt hier vorbeigehen und sich was hier rausjoinken. Ich sage jetzt, Produktregale sollten vielleicht in den Laden. So, was müssen wir jetzt machen? Gute Arbeit. Wir haben einen Franchise-Punkt zur Verfügung. Wollen wir Milchprodukte oder wollen wir Aufgüsse? Ich finde, Aufgüsse sind immer super. Aufgüsse aus saunamäßig oder was? Nein, Tee. Oh, Tee ist gut. Es ist wichtig, daran zu denken, dass die Kunden, sobald sie ein Produktfranchise erworben haben, erwarten, dass diese Produkte im Laden sind. Oder sie werden beschwere dich über Existenzen. Das ist irgendwie so ein bisschen so wie eine schlechte Google-Übersetzung auf Amazon, ey. Das ist die Manager Blackboard. Produktbestellungen. Grundprodukte. Was wollen wir denn? Ich glaube, wir wollen alles, oder? Alles einmal.
Ich weiß nicht, was. Und ein paar Aufgüsse. Es wird teuer, Sascha. Das kann ich dir sagen. Wir brauchen nur Tee. Wir brauchen nur Tee. Mit diesen komischen Handscannern hier. Okay, Sascha meinte, wir brauchen nur Tee. Grün und schwarz, komm. Okay. Sascha, wir haben kein Geld mehr. Das war ganz schön teuer. Aber wo ist das Zeug jetzt? Ich glaube, es spawnt hier gerade draußen. Ach du was hat denn Xbox-Tee oder was? Ich will den ganzen Mist noch hier rein. Ich glaube, ich habe ein bisschen viel Tee gekauft, kann das sein? Meinst du? Ja, aber auf der anderen Seite, hier passen auch sehr viele hin. Ich finde das übrigens sehr geil, wie die Geräusche einfach mit dem Mund erzeugt worden sind. Ich wäre dafür, wir machen einfach nur einen Teeshop auf. Aber ja. $2,99 ist doch viel zu günstig für unsere Produkte. Eine Katze! Du hast die Katze gestreichelt, komm später wieder. Okay. Aber wir müssen doch irgendwie den Preis ändern können. Nein! Oh, das Nein. ist nicht gut. Ich wollte den Strom ausmachen. Wie kann man den Preis ändern? Wir machen Verluste. Da! Du hast einen Scanner. Ihr Preis. Keine Ahnung. Kann ich hier auch was eingeben? Warum kann ich das nur durch Scrollen hochmachen? Was ist das für eine scheiß Steuerung? Ach, egal, wir erhöhen erstmal die Preise. Ernst? Was? Das habe ich nicht gefunden. Ja, ihr habt überhaupt nichts gefunden, weil wir nur grünen Tee haben. Okay, die Leute sind mir zu wählerisch. Wir müssen den Namen unseres Shops ändern. So, jetzt kann sich keiner mehr beschweren. Wer hier... Sascha, komm mal raus. Also, wer jetzt hier was reinkommt und was anderes sucht, der ist selber schuld. Sollten wir die Sachen nicht scannen? Da will einer was kaufen. Ja, ich glaube, er will grünen Tee kaufen. Da steht eine Karte, da liegt eine Karte, die du irgendwie... Warte, ich nehme mal den Besen hier weg. Soll ich die PIN eingeben? 645 800. Ja, mach einfach mal. Geht nicht. So 8. Nee, ich kann nur den richtigen Preis eingeben. Sascha, hier will noch einer grünen Tee kaufen. 6,3. Hat der schwarzen Tee gegeben? 6,36. Ja, der hat schwarzen Tee. 6,36 schwarzer Tee. Der Preis ist noch nicht hoch genug. Der Preis ist nicht hoch. Und mach mal runde Preise. Ich will nicht so viel rausgeben. Ja, ich weiß. Vielen Dank für Ihren Einkauf. Das habe ich nicht gefunden. Schwarzer Tee. Wir haben nichts außer schwarzen und grünen Tee. Madame, gucken Sie doch mal hier vorne. Was ist denn mit... Ich glaube, wir haben die Leute zu häufig mit dem Besen verprügelt. Die haben schon offensichtliche Gehirnschäden. Das habe ich nicht gefunden. Schwarzer Tee, ey. Wir haben nichts im Sortiment außer grünen und schwarzen Tee. Grüner Tee und Zitronentee? Zitronentee? Ich meine, ich hätte schwarzen Tee bestellt. Oh ja, ich habe Zitronentee. Ich dachte, das wäre schwarzer gewesen. Dann never mind. Dann habe ich die gerade umsonst verprügelt. Passiert. Jeder macht mal Fehler. Du zahlst die mit einem $50-Schein für $14 Einkauf. Ich glaube sie ja wohl. Gehen sie sofort raus? Raus! Warum wollen die Leute eigentlich so viel Tee kaufen? Haben wir nichts anderes? Ach nee, warte. Sie bezahlt auch mit Kreditkarte. Vielen Dank für Ihren Einkauf. Die finden alle nicht, wonach sie suchen. Hier draußen steht dran, grüner Teeshop. Was erwartet ihr denn, was ihr hier drin findet? Warum sollten wir hier Müsli verkaufen? Da will einer einen Besen kaufen. Okay. Hier, bitteschön, Sir. Nehmen Sie den Tee hier, der ist sehr gut. Die Tuna Hawk sieht auch richtig gut aus. Spider-Man! Ja, gefällt Ihnen der grüne Tee, Madame? Stehen Sie auf grünen Tee? Give the money! Wie lange haben wir denn eigentlich offen? Das ist eine sehr gute Frage. Ist eigentlich auch egal. Wir brauchen ja auch Geld. Hä? Auf einmal. Oh, look, a penny. Auch da ist es also hingefallen. Da ist meine Kontaktlinse. Hey, wir haben 22.30 Uhr. Raus, 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 wir haben zu. So, Laden zu. Ende des Arbeitstages 1. Das ist so teuer. Ich habe eine neue Idee für unseren Namen. Und der wird diesmal pink. Farbe ändern. Ja, alles für Euro-Tee sind wir. Mach die Scheiße höher, wenigstens auf 6. Wir brauchen Geld.
Dann sind wir aber nicht mehr der Alles-5-Euro-Shop. Das ist mir egal. Es stimmt ja auch sowieso nicht. Ja, dann muss ich jetzt den Namen ändern gehen. Na toll. Sascha, weißt du, das ist auch nicht gerade hilfreich, wenn wir ständig den Namen ändern. Na toll, wir müssen das Shop in unserem Namen aufgeben. Ist das in Ordnung? Und wir müssen auch das E in 5 aufgeben. Ist das auch in Ordnung? Ja. Okay. Dann haben wir jetzt einen neuen Namen. Aber ey, der schwarze Tee ist fast leer. Mhm. Dann packe ich Pfefferminze dahin und dann haben wir auch eine leere Kiste. Auf den schwarzen Tee. Ich weiß, ihr wollt es. Danke. Jetzt haben wir Pfefferminze. Danke. Der ist nicht zur Kasse gekommen, Simon. Die kommen doch noch. Die gucken sich gerade die anderen Produkte an. Ach so. Okay. Ich hab da schon mal drauf gehauen. Der ist nicht zur Kasse gekommen. Renn mit dem Besen los. Jo, der kauft ja richtig ein hier. Warum haben wir hier einen krummen Preis, Simon? Warum habe ich hier sowas wie 27,48? Ich habe die Produkte gerade erst hingesetzt. Die haben sie sich halt genommen, während ich die hingesetzt habe. Was kann ich dafür? Madam, Sir, doch, dieses Produkt 3,89. Diese Produkte stehen noch nicht zum Verkauf. Wir haben Honigmüsli, Sascha. Honeybees sind eher Cornflakes als Müsli, aber wir bezeichnen es als Müsli. Denn wir sind ein gesunder Supermarkt. Gesamtzahl der Kunden 87. Nicht gefundene Produkte 10. Zu teure Produkte 7. Was auch immer zu teuer. Sonstige kosten 250. Ah, das ist das Regal, oder? Ja, hi. Hi. Bist auch mit dem Bus gekommen. Ja. So, willst du diesmal an der Kasse arbeiten und ich passe Preise ab? Wobei, eigentlich haben wir ja nichts Neues mehr, ne? Fühl mich wohl an der Kasse. Okay. Und ich guck mal, was die Kunden zu sagen haben. Die Wasserflasche ist so teuer, was willst du? Warum wollt ihr alles, was wir nicht haben? Ich weiß nicht, was euer Problem ist. Zucker und Tee kommt, sobald ihr genug Geld geliefert habt. Warum wollt ihr aber auch alle Sachen, die wir nicht haben? Eis ist zu teuer. Pasta Penne ist auch zu teuer. Ja, gut. Ich sag ja, man darf einfach nicht über den doppelten Preis gehen. Danach ist alles in Ordnung. Deswegen ist das Salz auch zu teuer. Ich glaube, die Kunden beschweren sich immer, selbst wenn wir sie mit dem Besen verprügeln. Selbst wenn. Ach so. Haben wir hier eigentlich kein Licht? Können wir uns irgendwie Licht leisten? Sascha, du willst doch bestimmt nicht im Dunkeln arbeiten, oder? Ja, die Kasse hat gerufen. Oh Gott, ist das hell. Joa, macht das wieder aus, ey. Ist ja schrecklich. Alter, es ist komplett hell. Jetzt sehe ich die bedauernswerte Existenz, die ich Leben nenne. Mach das Licht wieder aus. Was ist das denn? Warum gibst du dafür Geld aus? Warum steht das auf der Kasse? Immer schön die Katze streicheln. Gibt bestimmt irgendwelche Secrets, wenn man das häufig genug macht. Salz ist zu teuer, Sascha, da können wir nichts machen. Es muss runtergesetzt werden. Trotzdem. Sascha, nur für dich setze ich es jetzt auf 83 Cent. Ich schwöre, wenn du das machst, dann arbeite ich nicht mehr in der Kasse. Keine Sorge, du musst nur hoffen, dass sie mit Karte bezahlen. Selbst das. Ich glaube, da kommt die erste Kundin, die Salz zum neuen Preis kauft. Mann, ich schwör's dir, wenn du das gemacht hast. Ich kündige. Ich kündige. Timon! Okay, ich setze es wieder hoch. Das habe ich nicht gefunden. Schwarzer Tee. Ja, tut mir leid. Kaufen Sie noch irgendwas für 30 Euro und das nächste Mal haben wir was im Sortiment, was schwarzer Tee ist. Wir können auch gerne ein bisschen grünen Tee kaufen. Das wäre doch was. Ist sowieso viel gesünder. Was sagen Sie dazu? Na hier, letzte Kunde. Ich glaube nicht, dass da noch was... Nee, ich hab den einfach nicht. Der hat auch noch richtig viel. Und du verprügelst ihn. Es waren keine 30 Dollar. Keine 30 Dollar. Wir können auch leere Boxen kaufen. Jetzt kauf doch nicht. Ach, das kostet Geld. Das steht hier aber nicht dran. Yo, Probe, leere Box, 8 Dollar. Wo steht das?
Weiß ich doch nicht, aber das hat gerade $8 für jedes Ding jetzt abgezogen. Das habe ich gesehen. Aber das sieht man nicht. Wir haben leere Boxen, Sascha. Hier, Sascha, willst du ein bisschen japanischen Whisky? Nee, ich kann nicht mehr. Ja, das war ein erster Blick in das Spiel Supermarkt Together. Ich glaube nicht, dass wir es nochmal spielen werden, vielleicht bei Gelegenheit, was? Aber das wird das neue Hauptspiel des Kanals. Hä? Habt ihr alle gehört? Game 2024. Ja gut, Sascha, möchtest du noch abschließende Worte sagen? Es ist schade, dass wir also keinen einzigen Dieb gefunden haben, aber es ist toll, dass man sich trotzdem mit Besen verprügeln kann. Vielleicht haben wir ihn ja gefunden, nur es ist uns nicht aufgefallen, weil wir zu sehr auf andere Sachen fokussiert waren. Hauptsache draufhauen. Es juckt die ja auch nicht, ob man da mit dem Besen draufhaut, also von daher. Ja gut, dann bedanke ich mich wie immer fürs Reinschalten. Wünsche euch allen noch einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video sehen solltet, einen wunderschönen Tag im Allgemeinen. Und dann bis zum nächsten Mal, bei welchem Spiel auch immer. Bis dahin, bye bye.